Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gardahol redet aufgedreht in City Conmi. Mein Name heißt eben Gardahol. Gleich werdet ihr hier unten links auch sehen, dass das soweit korrekt ist. Straßenkehrer soll es also sein. Und hast du es nicht... Was? Hast du es nicht auch, wenn es von deiner Stadt heißt, die Straßen wären schlecht, repariere und reinige sie, damit sie genau das nicht sind. Schalte den kleinen ATC-LKW und das kleine PR-Fahrzeug frei. Müssen wir allerdings nicht mehr machen, das haben wir schon. Können wir jetzt eigentlich mal kurz testen, bevor wir weiter hier Recycling machen. Warum müssen wir weiter Recycling machen? Was soll das? Ja, wir müssen in jedem Skillbaum hoch skillen, würde ich vorschlagen. Wäre also meine Idee, dass wir das dann weiter forcieren. Wir können natürlich jetzt ein neues Fahrzeug uns mal holen, damit wir so ein bisschen auch dieses Let's Play noch auflockern können. Aber wie gesagt, wir werden dieses Spiel nicht alt werden. Wenn wir alles mal so ein bisschen gesehen haben, ist auch hier definitiv dann Schluss. Das heißt, es lohnt sich für euch auf jeden Fall jetzt immer noch, euch alles anzuschauen, immer dabei zu sein, mitzumachen, mitzukommentieren. Wer hat noch nicht, wer will nochmal, kennt er ja, ne? So. Und dann werden wir gleich ein neues Fahrzeug kaufen. Dann müssen wir den jetzt eben kurz auftanken. Und vielleicht die anderen Missionen eben beenden. Beenden. All dieweil wir dann sonst nämlich zu lange die Leute in ihren Fahrzeugen lassen. Dann müssen wir wieder alle umparken und Sprit reinmachen. Das ist ja immer so ein bisschen nervig. Und wenn wir schon unseren Trick benutzen, dann richtig, ne? Genau. So. Doch gerne immer zur Tankstelle springen können. Aber für 500 Euro fahre ich lieber selber, muss ich sagen. Also da bin ich ja dann doch, also kniepig. Kennt ihr das Wort kniepig eigentlich? Ist das so ein... Kann man sagen, das kennt man? So. Aua! Heia! Heia! Schön. Dann fahren wir den jetzt mal hier hin. Das war knapp. Eieiei. So. Alle voll. Sehr schön. Dann können wir die jetzt alle wegschicken. Nein, Moment. Falsch. Hier. Alle voll. Können wir alle wegschicken. Ach, die sind noch zugange hier. Moment. Machen wir jetzt mal den Regen weg. So, jetzt. Ich glaube trotzdem noch, obwohl wir jetzt den Dingsbumsen hier, das klang jetzt vollkommen falsch, obwohl wir die Angestellten immer unterwegs haben, machen wir immer noch Verlust, ne? Ist schon ein bisschen krass. So, wir können uns jetzt kaufen, was? Den ATC-LKW. Was? Schalte den kleinen ATC-LKW und das kleine Care-Fahrzeug frei. Oh, zwei sogar. Okay, wir gehen mal auf Shopping. Fahrzeuge. Müllwagen, gehört zu ein kleiner. Kleines Care-Fahrzeug. Kleiner ATC-LKW. Was auch immer das bedeutet. Und ich muss mal eben, es hat geklingelt. So, weil ich schon wieder vergessen habe, wie die Fahrzeuge hießen. ATC-LKW und kleines Care-Fahrzeug. ATC-LKW. 20.000. Kleines Kehrfahrzeug. Guck mal da, du. Da haben wir aber jetzt, ordentlich Geld rausgehauen. Und das Spiel ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt. So. Springen wir mal zu den beiden neuen Fahrzeugen. Die müssten ja dann bei uns auf dem Werksgelände stehen. So, da sind sie auch schon. Hier ist das kleine, ATC-Fahrzeug und das hier ist das kleine Care-Fahrzeug. Schön. Jetzt gucken wir mal eben, hatten wir denn die Angestellten in der Wergens? Jawohl. Würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal Straßenreinigung, weil das klingt nicht so spannend.
Und wir selbst machen Straßenreparaturen. Vielleicht sollen wir den Quest doch annehmen. Das ist wahrscheinlich hilfreicher, wenn wir irgendwie was zeigen wollen. So. Straßenreparaturen. Da nehme ich mal an, müssen wir dieses Fahrzeug verwenden. So, zur Teerausgabe fahren. Jetzt geht's voran hier. Hui, das ist ja der Epileppi hier. So, Teerausgabe. Eieiei, das ist hier bei uns. Na, guck mal, ey. Grad neu und schon kaputt. So. Teertank voll. Jetzt müssen wir Straßenschäden ausbessern, oder was, oder wie, oder wie? Ui. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es ein Fahrzeug, was möglicherweise auch wieder zügig fährt. Das ist, kommt uns ja entgegen. Wir haben das ja nicht gerne, wenn das so lahmohrschig ist, gell? Ja, was hat da geklingelt? Das war der Paketbote, der hat neue Sachen für die Modelleisenbahn gebracht. Sagen wir nochmal mal gucken. Da muss ich gleich nämlich ein bisschen mal wieder schrauben. Und so alles. Au! Feier! So, dann können wir, glaube ich, hier rumfahren. Ich glaube, wir können jetzt auch diese Story-Quests machen, die voraussetzten, dass wir ein Kehrfahrzeug haben. Ich soll gleich mal gucken, ob das der Fall ist, weil das wäre nämlich praktisch, da kriegen wir ja schön XP. Und ich glaube, in dem Fall sogar in beiden Bäumchen. Das wäre famos. So. So, wie geht denn das jetzt? So, hier ist ein Loch im Boden. Wenn ich jetzt reinfahre. Platziere den Teerarm über dem Loch. Also, unseren Rüssel übers Loch, das kriegen wir ja meistens ganz gut hin. So. Komm mal her. Komm. Stück hier vor. Hallo. So. Ach, fein. So geht das, ne? So werden Straßen repariert. Also wenn ihr das noch nicht wusstet, da fährt einfach ein Auto hin, das hält den Rüssel über das Loch, füllt Teer rein und dann ist das Loch zu. Schöne, schöne, heile Computerspielwelt, sag ich da nur. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Die Straße ist ja dann wieder heile. So. Ein Problem ist, wir müssen da irgendwo hin, wo ich jetzt gerade nicht sehe, wie wir da hinkommen. Hier durch? Nee, ne? Müssen wir hier über diesen Bordstein fahren? Zwischen den Häusern durch? Hier wieder runter? Und ich glaube auch, dass es mit diesem Fahrzeug hätte Spaß machen können, aber wir müssen es immer wieder auffüllen. Und das ist natürlich doof. Da haben wir keine Lust zu, ne? Genau. Aber trotzdem schön, dass man hier auch doch ganz in Ordnung aus mit der Animation. Plupp, da ist er weg. Habt ihr gesehen? Hahaha. Schön. So. Ui, ui. Nächstes Loch. Ja, jede Menge Löcher zu stopfen hier. Traum eines jeden Computerspielers. So, fahren wir einmal durch den Stadtpark hier. Natürlich genau vor dem Baum. So, da ist die SP kriegen wir 14 einmal Zufriedenheit. Die eine ist ja eine globale Währung, die andere dann offenbar nicht, wie ich das verstanden habe. Dann gucken wir gleich mal, was auch die hier die Dingsbums-Quest ist. Die Story-Quest, die wir da hatten, da war irgendwas rot, ne? Meine ich mich zu erinnern. So. Der rein. Sehr schön. Immer dran denken, die Bremsen wieder zu. Da oben ist ein Loch. Hä? Da oben ist noch ein Loch da, aber. So, das ist nur die Auffüllstelle.
Ich glaube, das sind nur die blinkenden, die wir füllen müssen. Kann das sein? So. Das ging fix. Henning Animo, ey. So. Story Quest. Das ist, Straßenreinigung. Ja, warum können wir die denn jetzt nicht... Hä? Gut. Ganz ehrlich. Ich glaube, ihr wollt das auch gerade sagen, ne? Ich glaube, wir haben genug gesehen davon. Wir machen jetzt mal Straßenreinigung. Dazu fahren wir jetzt zur Tankstelle. Ich glaube, wir müssen mal eine zweite Tankstelle kaufen. Das ist ja vollkommen overcrowded da unten. Aber... Wir müssen auch noch das ein oder andere Fahrzeug demnächst wieder kaufen, weil wir jetzt in exorbitanter Geschwindigkeit weiter skillen. Bedeutet, dass wir auch ein bisschen sparsam sein müssen. Oder die Mitarbeiter wieder mehr rumscheuchen müssen. Das ist immer so ein Werbankspiel, ne? Schicken wir die Mitarbeiter, dann müssen wir immer dieses Umparken machen. Wenn wir den Sprit teuer bezahlen, dann lohnt es nicht. Dann sind nämlich die Mitarbeiter wirklich zu teuer. Stehen die aber nur rum, kostet uns der Fuhrpark nur Geld, was wir nicht haben. Punkt. Org. Ich weiß es nicht. So. Jedenfalls in Tankstellen und Co. müssen wir auch nochmal investieren. Was soll das denn, du? Nicht netter Mann. Der ist mich fast rausgerutscht. Das böse A-Wort. So. Wir sind ja Gott sei Dank nicht in Amerika, wo jedes F-Wort gepiept wird. Auch ein bisschen albern, ne? Kinderüberraschung und so ist verboten. Menschen auf offener Straße erschießen ist ganz okay. Die spinnen, die Amis. Nippel sind doof. Naja. So. Also das werden wir auf jeden Fall nicht machen. Weil mit dem Fahrzeug müssen wir halt viel zu viel ohne herfahren. Das ist keine schöne Sache. So. Dann haben wir noch das Kehrfahrzeug. Dann probieren wir das mal. So. Jetzt machen wir mal eben wieder einmal hier die Angestelltenrunde. Hä? Was? Ach, der fährt immer noch rum. Okay. So, Blaste. Ist eine kleine Klickorgie. Was war das denn da oben? Hä? Jetzt werden uns auch die Wasserstellen. Warum werden die denn angezeigt? Ach, wahrscheinlich müssen wir mit diesem Wagen hier, wo wir gerade drin sitzen, da irgendwie Wasser holen oder so. Wofür? Hm, finden wir raus. Ach, für die Reinigung, natürlich. So, haben wir angenommen. Na, gucken wir mal. Also hier ist unser kleiner Flitzer. Der hat hier auch Licht und... Das geht auf die FPS, das machen wir lieber raus. So. Aha. Und dann können wir hier an dem Wassertank auftanken. Schön. Hoffentlich geht das jetzt wieder aus, das Geblinke, damit ich weiß, wo ich hin muss. Und dann sollen wir unseren Besen ausfahren. Ja, ja. Hm? So. Wo müssen wir denn hin? Ja. Ach guck, hier oben um die Ecke. Da müssen wir Straßen kehren. Mhm. Wollen wir einfach nur auf die Hauptstraße. Gucken, ob der jetzt halbwegs zügig ist. Halt! Bleibst du wohl... Ja, ist's denn wahr? Fahr weiter, du. Lackaffe. Du hast den Führerschein im Lotto gewonnen, ne? Wenn alle so gut Auto fahren könnten wie ich. So, hier haben wir das nächste Problem. Dieses Fahrzeug ist noch blöder. Warum ist das noch blöder? Na, wer errät's? Warum finde ich dieses Fahrzeug noch blöder? Das schreibt ihr mal bitte in die Kommentare. Auflösung, nächste Folge. Bin mal gespannt, wer da richtig schätzt. Wer schätzt mich richtig ein und weiß schon, worauf ich hinaus will? Mhm. Gibt ja da nicht viele Möglichkeiten eigentlich. Was kriegen wir denn hier für überhaupt? 2300 Euronen und 180 XP. Schön. Und 14 lächelnde Bürger.
Tja, Auflösung des Rätsels und wie das aussieht, was wir hier tun wollen. Dazu mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, Garderobe spielt mit euch. City Call Me. Würde mich freuen. Deinen besten Dank fürs Zuschauen. Und euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.